Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, in der letzten Folge haben wir das Nebellabor gemacht. Ich habe jetzt den Chip noch abgegeben, hatte zwischendurch, das ist jetzt leider nicht in der Aufnahme drin, aber ich denke mal, das wird nicht einmal nur gewesen sein, aber ich hatte gerade einen Angriff auf die Base. Aber es war nur ein Orbweaver Junior, also eine Radnetzspinne Junior, eine Radnetzspinne Groß und ein Ameise. Also drei Tiere haben mich angegriffen. Die waren schneller tot, wie sie bei mir an der Base waren. Ich denke mal, das wird sich vermehren. Ich gehe auch mal stark davon aus. Oh, nee. Ich habe jetzt die Maske doch nicht dabei. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass es auch die Anzahl der Kreaturen irgendwann noch mehr wird. Wahrscheinlich desto mehr ich sie ärgere, umso mehr kommen sie angerannt. Ja. Das war gerade auf dem Rückweg von Burgle zur Base. Super. Ich komme da an und die drei Viecher sitzen da. Aber gut. Ja, ich würde heute ganz gerne die Vorbereitung machen für den Sandkasten, beziehungsweise vielleicht auch die erste Tour da rein, je nachdem, wie viel Müll wir da oben finden. Und ihr seht schon, ganz neu, der Honigpott, ne? Der war vorher nicht da. Vorher war da ein Bienenstock. Und der Bienenstock ist jetzt irgendwo im Baum. Ich muss selbst nochmal gucken, wo der genau ist. Wahrscheinlich da oben irgendwo ist es. Mir wurde nur zugetragen, der wäre sehr weit oben. Muss ich nochmal nachschauen. Und ansonsten gibt es jetzt hier den Honigpott, der die Bienen hier oben anlockt. So. Dann einmal nach oben. Müssen wir wahrscheinlich jetzt die eine oder andere Biene uns schnappen, weil sie wieder aggro werden. Und wir holen uns Coupe de Gras. Und shit, wir müssen noch mal runter. Ist halt jetzt die Frage, ich habe so die Bedenken, dass ich einen Knochendolch brauche. Obwohl das können. Jetzt macht er die Schaufel. Das ist manchmal auch so komisch gemacht, ne? Aber wir müssen erst zum Rohr den Schlüssel holen. Dann können wir das nämlich alles wieder in einem Zug da oben machen. Ich hoffe auch, dass es vom Atem mit dem Tauchen reicht. Aber ich glaube, ich hatte das schon mal versucht gehabt. Das müsste eigentlich hinhauen. Werden wir sehen. Ich könnte aber auch an dem Punkt hier jetzt mal speichern. Falls nämlich jetzt was schief läuft, sind wir direkt hier. Macht Sinn, ne? Okay, safe. Den brauchen wir. Und los geht's. Ich hoffe, dass es nicht allzu dunkel da vorne ist. Nee, sieht gut aus. Und wir brauchen wahrscheinlich einen Knochendolch. Oh nee, es geht, es geht. Mit dem Spinnenfangdolch. So, wenn schon, dann schon, ne? Sehr gut. Dann haben wir den. Das heißt, wir können auch direkt oben auch die Truhe öffnen. Dann hoffe ich, dass ich mit der Ameisenkeule den Würfel gekloppt krieg. Dass wir noch Coupe de Gras 2 bekommen. Und dann ab in den Sandkasten. Zumindest schon mal ein paar von den. Ja, moin. Dass wir schon mal ein paar von den Ameisenlöwen killen können. Weil ich denke, bevor ich zum Assistant Manager gehe, sollten wir erstmal. Hatte ich eigentlich Bombi gescannt? Ja, ne? Schon recht früh, glaube ich. Ah, Rolipoli fehlt uns auch noch. Also die Kellerassel. Gucken, gucken, gucken. Na, Market. Ich glaube, den haben wir aber schon gescannt. Ja, die Kellerassel. Die brauchen wir auch noch. Und die Fleischfliegen. Und ach, wir brauchen noch so viel. Und die Feder da hinten. Siehst du? Ha, wusste ich's doch. Ohne sie gesehen zu haben. Die liegt irgendwie immer da beim ersten Mal. Ach, ich wünsche mir das irgendwie zurück, dass man mit dem Spinnenfangdolch die Sachen auch wieder kleinkloppen kann.
Das hat die Axt halt ein bisschen nutzlos gemacht und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch rausgenommen. Aber ich fand das ganz geil eigentlich. Obwohl, schwarze Ameisen kriegen wir noch genug, die brauchen wir hier noch nicht. Das Inventar vielleicht noch nicht so zumüllen. Dann nehmen wir auch nochmal mit. Fortschmeißen können wir es immer noch. Oh, die haben wir neu. Oh, hier sind diesmal keine Akrobienen. Da unten ist noch ein Zahn drin und unter dem Kaugummi da hinten ist auch noch ein Zahn. Aber da kommen wir noch nicht dran. Kriegen wir auch noch alles. Ich denke mal, da werden wir mal eine separate Folge machen, wo wir die restlichen Zähne alle mit einem Schlag einsammeln. Ja, mit einem Schlag wird in einer halben Stunde auch ganz schön knapp. Aber mal gucken. Mir sind aber bis jetzt noch keine neuen Zähne bekannt. Ich denke mal, dann in der neuen Zone werden dann irgendwann noch neue auftauchen, aber noch ist es nicht so weit. So, gehen wir erstmal da rein. Ja, moin. Die lassen wir in Ruhe, wie gesagt, die kriegen wir dann Genüge. Zu Genüge. Und ich weiß, die Lösung ist ganz easy, ist da andersrum, aber nochmal gucken, was hier noch so rumgeflogen ist. Genau, hier haben wir nämlich noch Punkte. Nehmen wir natürlich mit. Können wir noch nicht. Ah, dann auf zur Truhe. Ah, da liegt noch eine Feder, die nehmen wir auch noch mit. Ach, Hupsi, komm. Ah, nicht schon wieder. Da muss ich mich jetzt echt dran gewöhnen. Oder gucken, dass wir bald bessere Waffen haben, dann kann der Spinnenfangdolch weg. Den finde ich halt ganz gut, weil der ist schnell und der hat noch einen Giftschaden mit drin. Also das ist schon mal nicht schlecht. So, mal gucken, ob wir würfeln können. Knick-Burgle-Chip. So, wo ist die 20? Die ist wahrscheinlich zentral unten. Ist meistens so. Sieht so aus, ja. Wenn die 1 oben ist. Probieren wir es mal. Ja, es geht. Im Drittschlag. Die Ecke hochschlagen. Sieht gut aus. Na komm. Die müsst jetzt noch nach oben. Hey, noch ein Stück. Ta-da-da! Wir haben's. Ja, wir haben's. Also es geht mittlerweile auch mit der normalen Keule. Aber man muss ein bisschen mit dem Eigenkörper, mit dem Eigengewicht noch dagegen drücken, habe ich so das Gefühl. Aber es funktioniert schon mal. Das ist gut. Also haben wir Coupe de Grâce 2, kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Das ist, ich finde, eine der wichtigsten Mutationen hier drin. Das auch. So, wir müssen dann aber nochmal runter in die Kiste. Da ist noch ein Zahn drin. Hier gibt es, glaube ich, nichts Interessantes mehr. Ich weiß es nicht genau. Ja, doch, die Feder, die wollen wir haben. Die auf jeden Fall. Hier ist halt der Honigtopf, ne? Oh. Ah ja, hier haben sie wieder an der kritischen Stelle hier. Das mag ich nicht. Das machen wir.
Und hier ist der neue Honigpot. Oh, schön, die Kamera hängt. Ich komme hier nicht weg, weil ich in der Ecke stehe. Sehr schön. Ich hätte halt gern mal ein Bild da davon, Mensch. Will heute nicht, ha? Es will heute einfach nicht. So, und hier liegt, glaube ich, noch ein Skep drauf. Also so war es zumindest immer. Oder auch nicht. Ob da oben was ist, weiß ich nicht. Entschuldigung. Ja, das war klar. War doch klar. Aber die holen wir uns. 1000 Punkte. So, Splitter können wir noch keine abbauen. Das geht noch nicht. Jetzt müssen wir aber erst nochmal runter den Zahn da aus der Box holen. Und dann ist es schon mal von Vorteil, dass es dunkel wird, weil da kriegen wir erstmal keinen Schaden im Sandkasten, außer von diesen Mistviechern. Jetzt müssen wir aber erstmal in die Box rein. Denn da ist ein Zähnchen drin. Das wollen wir doch haben. Das auch. So, mal gucken. Hier nicht noch ein Skep irgendwo rumliegt. Nee, sieht gut aus. Dann können wir jetzt los in den Sandkasten. Sehr schön. Zumindest schon mal ein paar Ameisenlöwen killen. Das Problem ist halt, von den Zangen braucht man 7 Stück, um das Schwert herzustellen. Und dann wäre es halt ganz gut, wenn wir auch die Rüstung herstellen könnten. Also wir müssen eh nochmal 2-3 Mal in den Sandkasten wahrscheinlich. Und dann wird es vielleicht nach dem Sandkasten-Chip mal 2-3 Baufolgen geben. Weil dann haben wir die wichtigsten Chips mit den Baudingens. Echt jetzt. Das ist ein bisschen schade, dass das so spät anzeigt. Wir müssen aber hier nochmal drauf. Gepiept haben wir ja alles. Ah, ne, haben wir nicht alles. Die haben wir ja auch noch nicht. Haha. Da ist die andere Mixerstation. Holen wir uns erstmal hier die 3. Boah, viel Schaden machen wir denen wirklich nicht, oder? Na, Spinnenfangdolch wieder. Ich sag euch, das Ding ist einfach genial, der Dolch. Oh, wir haben sogar einen Kopf schon gekriegt gleich.
Oh, und ich hätte den mal scannen müssen. Machen wir jetzt. Ah, das war jetzt zu knapp. Noch ein Kopf. Aber ich sollte mich erstmal heilen. Na komm. Ah, das war wieder zu knapp. Ich glaube, die haben die Dropshower so ein bisschen angehoben. Jetzt haben wir nur ein Part bekommen. Nochmal heilen. Ich sollte mal die Heilung hier unten reinschieben. Jetzt haben wir schon zwei Zangen. Na komm, wo ist die Nummer 3? Da vorne. Sehr schön, haben wir auch. Kann ich die eigentlich auch nochmal scannen? Nee, der macht nichts aus. Lass doch mal die Ameise in Ruhe. Bei der Armbrust wäre es halt geil, wenn die ein bisschen schneller laden würde. Das ist so... naja. Gut, aber vielleicht wäre es dann zu unfair, wenn man hier instant Pfeile verballern könnte. Kommt noch ein Kopf. Ich brauche 7 Stück, dann habe ich mein Schwert. Noch ein Kopf. 4 haben wir schon. Das haben die wirklich angepasst. Krass. Holen wir uns erstmal hier die weiteren. Wo ist der? Oh, spannend. Aber es funktioniert. Ah, Wolfi ist unterwegs. Nur wo? Irgendwo da hinten. Mistvieh.
Da ist nicht mehr viel, dann hat die mich, die Blödnis. Ich dürfte nicht in den Graben rein. Ah, jetzt ist eh zu spät. Jetzt muss ich mal so ein bisschen drauf hauen. Oh, komm, Ausdauer, komm. Mensch, das war jetzt wieder. Hab ich noch irgendwas zum... Ja, ist doch klar. Befördere mich doch gleich raus. Kann ich mich heilen? Wolfi, warte kurz. Ich will mich nur schnell heilen. Ja, essen wir mal einen Apfel. Ja, jetzt ist eh vorbei. Toll, ich kann mir den Kampf da unten nicht mit angucken. Aber cool. Guckt mal, was wir jetzt an Zeug gefarmt haben. 4 Stück und 11 Stück. Gleich analysieren. Schlafen und dann direkt nochmal in den Sandkasten, oder? Hm, vielleicht die Sachen fürs Schwert gleich mitnehmen. Dann können wir direkt in der nächsten Folge mit einem Zug dann den Dingens machen. Ups. Ich bin hängen geblieben. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das waren 7 Stück. Gerade mal gucken. Ja, 7 Stück. Dafür hätten wir genug da. Haben wir auch einstecken. Gut, da brauche ich eine Werkbank, aber wäre ja auch kein Problem. Die ist ja drüben vor Ort. So, und dann gäbe es noch die Möglichkeit mit der Rüstung. Die kann ich jetzt schon herstellen. Also zumindest einen Teil davon. Alles wahrscheinlich auch nicht. Die ist mir eigentlich schon fast wichtiger, weil, guckt euch mal die Defense an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Wenn ihr mal meine Marienkäferrüstung anguckt, die hat gerade mal 1, 2, 3, 4, 5 Punkte und ist aber schon hochgelevelt. Schwer, schwer, schwer. Da fehlt uns noch ein Bienenschiss. Ich glaube, ich mache erst die Rüstung. Ihr habt gesehen, wie schnell wir die Zangen zusammen hatten. So, fehlt hier jetzt? Ah, jetzt fehlt auch hier noch Parts. Aber gut, das tauschen wir aus. Das heißt, nochmal checken. 1, 2, 3, 4. Ach so, das ist, wenn es hochgelevelt ist. Aber trotzdem, hier sind wir bei 3. Also ist schon mal das besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ist besser. Okay. Rüstung und Waffen. Ah, haben wir die umsonst hochgelevelt? Mist. Ja, aber cool. Das heißt, da müssten wir eigentlich noch meines 12 Federn. Habt ihr das gesehen? Wir haben mittlerweile 16, 21 Federn. Das ist auch schon mal ganz geil. Komm, das lagern wir doch hier. Komm, die schmeißen wir mal weg. Hauptsache nochmal hier Platz. Ja, es wird Zeit. Wir müssen das Nebellabor, das Labor machen, dass wir so langsam auch ans Material kommen. Weil dann müssen wir tonneweise Pilzziegel brennen. Geht ja auch noch nicht. Dann müssen wir erst in die Termitenzone und also zumindest mal zum Grill, um Grillkohle zu bekommen. Nee, da nicht. Da wollte ich hin. Zack, alles weg. Cool, geht voran. Es geht so langsam voran. Das heißt, da muss ich jetzt noch einmal rüber, dass wir die Hose noch für sie kriegen. Nee, das sind die Stiefel, die wir brauchen. Und für das Schwert. Das wird nochmal interessant. Wir haben auch noch Punkte zu vergeben. Also Zähne. Drei Stück. Maximale Ressourcen. Wir haben ja 4 Stück. Gibt nochmal Mutationen. Sehr schöne Mutationen mehr. Was haben wir denn für Weevil und Stinkbug? Schon wieder. Dem fällt auch nichts Neues mehr ein.
Mutationen. Eine können wir wieder dazu nehmen. Nehmen wir den Meuchler dazu, weil mit dem arbeite ich gerade sehr viel. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, belassen wir es bei 25 Minuten. Ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kommentieren, macht was ihr wollt. So wie immer halt, ne? Und dann. Oh, haut doch mal ab. Was futtert die denn schon wieder? Ja. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.